Okay, dann geht's jetzt mal los. Jetzt geht das los, ja. Ja, heute wieder Feuerwehreinsatz und zwar an der Hauptmannstraße. Was ist passiert? Wie gestern auch, warst du auch bei mir, Topf auf Herd. Topf auf Herd? Genau dasselbe Szenario. Nachbarn haben uns gewarnt oder alarmiert und haben gesagt, mein lieber Freund, aus der Wohnung Nummer so und so viel gewarnt ist. Alles wird alarmiert, ist ein Mehrfamilienhaus, wie du siehst. Alles wird Vollalarm in Buchsteinfurt. Viele Kameraden waren vor Ort. Das Szenario hat sich beruhigt. Wir haben den Topf entfernt vom Herd, ja, und haben nach unten gebracht, haben quer gelüftet. Alles ist gut. Franz Josef Gönner ist bei mir, stellvertretender Steinfurter Feuerwehrchef. Franz Josef, was ist passiert hier? Heckenbrand. Alarmierung war Heckenbrand und man sieht es im Hintergrund, war auch einer. Ja. Entzündung, wie sich es entzündet hat, können wir nicht eruieren. Die Polizei ist vor Ort. Ja, es gibt also eine schlecht liegende Glasscherbe oder eine Unachtsamkeit, eine Zigarettenkippe. Und dann, wie man sieht, wenn wir mal eben reingucken, das ist die ganze Lack. Es ist komplett entlang gelaufen. Das ist Heckenbrand, das ist immer sehr gefährlich, weil alles trocken ist. Ne? Ein kleiner Funke genügt und ab geht's. Ja? Es nervt. Mir geht's auf den Geist. Auf gut Deutsch gesagt. Ja? Kannst auch ruhig übertragen, ist so. Jetzt hat man ja nur Rauchentwicklung gesehen, gebrannt hat es nicht. Wann, in welchem Fall brennt es denn? Wenn, das wäre schlimm gewesen, wenn das jetzt zum Beispiel Fett gewesen wäre. Ja, war einfach Wasser oder ein paar Möhren drin oder was weiß der Teufel. Fett würde sich erhitzen und auf einmal sich entzünden und dann geht das die Luzi ab. Ne? Aber Gott sei Dank nicht. So wie ich das jetzt sehe, der Einsatzleiter spricht mit der verletzten Person und sagt, wie sieht das da oben aus bei dir? Und er sagt, ja mein lieber Mann, mir brennt der Arsch, seh zu, dass du mich hier rauskriegst. Und die nächste Vorgabe war, 5 Personen verletzt oder schlecht geworden, wie auch immer. Und heute haben wir Gott sei Dank Samstag und keiner ist da. Aber wie gesagt, im Ernstfall, ehe ich da oben eine heiße Flinte kriege, da springe ich auf das Ding. Und die jungen Kameraden haben jetzt den Vorteil, mit den alten Kameraden zusammen zu üben und schauen sich bestimmte Geschichten bei den Kameraden ab und sagen, mein lieber Mann, so machst du das? Ja, so mache ich das. Ah, und dann und wieder die alte Geschichte, learning by doing. Wenn man es denn gemacht hat, vergisst man es nicht. Ne? So, liebe Wolfsbüscherer, Montagmorgen, 8 Uhr, Alarm in der Feuerwehrwache in Borkhorst. Franz Josef Gönner, was ist passiert? Alarmierung, Person brennt. Ja, also so ist die Vorgabe, Winkelstraße 10. Und wir sind angefahren, wie sich das gehört, Person in Gefahr. Ja, dann werden alle Register gezogen. Ja, dann wird also nicht irgendwie taktiert, dann wird alles raus. Ne? Menschen in Gefahr, alle raus. Und marschieren da jetzt im geschlossenen Verband hin, ja, feiern die heilige Messe und danach gehen wir lockeren Schrittes wieder nach hier hin und trinken wir auf unser Florian noch ein Pulke Bier und gehen nach Hause. Ja, ohne den geht es ja wahrscheinlich auch nicht, denn die Unterstützung von oben, die muss sein.